Ich kann zu dem Vorfall im Moment nicht viel sagen, aber es sind wieder alle Lampen weg. Die haben doch bei mir heimlich Videos geguckt. Was für ein Riesengeschoss. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ne? Dieses hier passt ja nun leider nicht. Dann legen wir die hier mal so ein bisschen rein. Dann sieht das ein bisschen professioneller aus. Mit dem Hahn war das auch so nicht gedacht zum Stollen. Aber ist meine Erfindung. So. Der Stecker könnte aber gehen. Ne? Frontlader abgebaut. Ich bin da so ein bisschen pingelig. Ich zähle auch hier gerne nochmal nach. Jetzt ist er eins. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf der anderen Seite auch, dass die Raste gleich ist. Ich weiß nicht, man kann sich lieber eine Sekunde mehr Zeit lassen. Dann ist man sicher, dass das gut ist. Nicht, dass man da irgendwie sich noch einen Krebs einbaut. Ne? Ja, wie wir sehen können, Frontlader ab. Jetzt gibt es noch eine kleine Katzenwäsche. Und dann fahren wir in die Werkstatt. Da sehen wir uns dann wieder. Und ja, dann kommt Katharina bestimmt nachher noch. Dann kontrollieren wir nochmal Beleuchtung und den ganzen Kram. Denn morgen soll dieser Trecker zum TÜV. Und ja, wenn er dann mal im TÜV war, dann ist er, denke ich mal, dann kriegt er noch einen Ölwechsel. Den schaffen wir. Ne, die Ölwechsel machen wir, glaube ich, heute noch. Muss ich mal gucken, wie die Zeit ist. Das ist die Zeit schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Genau. Aber wir bereiten alles vor für unsere große Fahrt. Und TÜV soll er dann noch mal haben, beziehungsweise Mängelbericht reicht uns ja auch. Also, davon mal ab. Und dann gucken wir mal, genau, wir werden hier die Armlehne noch umbauen und, dass das alles so ein bisschen nett ist. Aber das sehen wir dann, wenn wir das Ding in der Werkstatt haben. Ich sehe dich hier nur Käse fressen und mit dem Handy rumspielen. Nee. Du sollst wühlen. Hier. Da. Mhm. Ich habe schon die K80-Kugel rausgemacht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Wir müssen gleich noch Licht kontrollieren. Mhm. Was hast du schon kontrolliert? Wischwasser. Und? Funktioniert vorne und hinten. Sauber. Also, Wischwasser geht. Scheiben müssen wir noch sauber machen. Gänsewäsche ist hier, Katzenwäsche ist passiert. Gänsewäsche. Dann nochmal hier und da die Schmiernibbel machen wir. Und dann ja, Scheiben und drin nochmal sauber machen. Mhm. Drin mache ich morgen sauber. Nee, bevor ich zum TÜV fahre. Der TÜV-Mensch darf da nicht in den Müll einsteigen. Aber ich muss jetzt arbeiten. Dann mache ich das. So, wo befinden wir uns hier? In der Höhle der Löwen, nee. Und zwar am zentralen Drehgelenk. Ich habe immer noch keine Ahnung. Das zentrale Drehgelenk von unserem Zylon ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir hatten Glück, damals war das relativ frisch. Was heißt relativ frisch, aber das war repariert worden. Wir haben das auch getestet seinerzeit. Mit einem Frontlader unter der K80-Kugel von unserem Häckselwagen, ja. Untergehangen und dann angehoben und geguckt, ob das Spiel drin ist. Das war in dem Moment nicht der Fall. Es gab da mal einen Umrüstsatz für die Älteren, und zwar diese Schmierleitung hier, die geht da oben hin.
Da oben befinden sich zwei Schmernebel, Dorse ein und dann ist hier ja, wie kann ich das nochmal zeigen? Da ist der eine, der ist der Original und da ist der zweite, der ist bei den ersten da nicht. Da kann man die Leitung nachverfolgen, 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 nachverfolgen und der wäre da oben irgendwo im Tembuktu. Da das aber keiner da findet und das gerne vergessen wurde, ist mal diese Leitung gekommen. Ne? Auf dieser Seite ist es wegen unserer Frontladergeschichte da oben, erzähle ich gleich noch was zu, schwer da ranzukommen. Deswegen mache ich das mal ganz gerne von hier unten. Das ist auch nicht weiter wild. Da gehst du einmal mit dem Rollwagen und einem Trecker und da durch. Und dann ist das auch gut. Ne? Das ist jetzt kein Akt der Unmöglichkeit. So. Aber da darf gerne mal ein Schluck Fett ran. Das schadet gar nichts. Im Verhältnis zu dem, was wir fahren, ist das vielleicht sogar schon viel zu viel. Und der zweite. So. Dann habe ich bei diesem Trecker, das haben wir bei Macht 18 ja nachgerüstet, da sind wir hier noch nicht so weit nachgekommen, der Kugelkopf, dieser jene welche quasi, der da hinten. Und auch, jetzt ist der Akku leer, wa? Ich drehe durch. Ja, und auch, ich hole mir erstmal einen Akku. Ich kann zu dem Vorfall im Moment nicht viel sagen, aber es sind wieder alle Lampen weg. Oh Mann. Dann geht's weiter. Die Aufhängung der Vorderachse ist hier über so eine Schwinge realisiert. Da habe ich schon mal die Buchsen neu gemacht, als der Trecker kam. Als ich den abgeholt habe, da konntest du, also ich habe erst den Frontlader oben gehabt und dann war der Frontlader, wie ist er denn? Der ist ja dann so über dir. Und dann ging der mal so. Da bist du durchgedreht. Da habe ich das neu gemacht und danach war das alles wieder schickilacki. Wie machen wir das jetzt? Da kann auf jeden Fall ein Schluck Fett rein. Das könnt ihr nur nicht sehen. So, das war also die Aufnahme der Schwinge. Dann, wie jeder Fanfahrer das kennt, ist hier der Zylinder für die Vorderachsfederung. Der hat sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite natürlich auch was zum Abschmieren. Jeder Fanfahrer kennt es, die beiden Schmiernibbel, also auch erstmal abschmieren. Dann geht es hier weiter unter dem Trecker lang. Die Kraft muss ja irgendwie von hinten, vom Getriebe, in diesem Moment, dort hinten befindet sich der Allradantrieb mit der Scheibenbremse. Und das so ein bisschen sehen, ja, das, was jetzt so ein bisschen durchs Waschen rostig ist, die Scheibenbremse, dann geht die Kardanwelle weiter, weiter, weiter. Dann kommt sie hier vorne an, hat hier ein Kreuzgelenk, dann geht sie weiter hier unter längs und kommt dann da vorne an. Da hat sie auch noch ein Kreuzgelenk. Viele moderne Trecker heutzutage, wo ist denn der Lohner? Da, viele moderne Trecker heutzutage haben die ja gerne mal in Öl liegen oder gerade. Da sind nicht so viele Schmierstellen, die man machen soll, muss. In diesem Fall hat diese Gelenkwelle aber, beziehungsweise diese Kardanwelle, zwei Mittelnibbel. Der eine ist hier und den anderen legen wir gleich frei. Bevor die Kardanwelle dann bei uns vorne in die Vorderachse wandert, kommt sie hier an und hat dort noch ein Gelenk. Das befindet sich hinter diesem Deckel. So, da sitzt die Kanone. Den habe ich hier, ja, ich musste ein Stück vorfahren, da habe ich die Lenkung eingeschlagen, dass ich hier rein und raus komme. Der ist immer ein bisschen tricky. Vorgesehen ist, sind die Kardanwellen auch alle 1000 Stunden. Ne? Ich habe die mal gemacht, als der kam. Und ja, jetzt wieder, keine Ahnung, der Trecker da 300 Stunden gemacht oder so. Also, aber das wollte ich gerne nochmal wieder gemacht haben. Ich habe dabei gesehen, man muss mal hier bei dem Trecker müssen mal die Deckel so ein bisschen auf und dann müssen wir da mal ein bisschen sauber machen. Ne? Räder ab, das habe ich bei diesem noch nie so richtig gemacht, weil der auch nicht so im Mais oder so war. Deswegen, ne? Also der müsste nochmal einmal ein bisschen gereinigt werden. Der muss generell noch ein bisschen Liebe kriegen, aber gut. Solange der überall Öl und Fett hat, das ist schon mal immer die Grundvoraussetzung, hat man auch schon mal erstmal eine solide Basis. Ne? Und hat man erstmal so einen Trecker. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? So, Deckel wieder zu. Und dann haben wir hier vorne noch die Kreuzgelenke. Da lacht uns schon einer an, auf der anderen Seite auch. Und dann sind wir hinten, Hubspindel und für ein TÜV. Wo bin ich? Für ein TÜV. Zuchtmaul im Abschmieren, ne? Vernünftig. Das macht man ja regelmäßig, ist ja klar. Und ja, dann haben wir es. Zumindest was die Schmiernibbel angeht. Motoröl habe ich schon kontrolliert. Und dann
schalten wir noch einmal das Licht durch. So. Wir kommen jetzt einmal zu dieser Seite. Und zwar haben wir ja hier unsere Frontladerkonsole und die Scheibe. Bei der Scheibe, wenn ihr richtig sehen wollt, wie alles gemacht wird bei so einem Scheibeneinkleben, müsst ihr ein Video gucken, wo wir beim 818 die Scheibe wieder einkleben. Keine Ahnung, welches das ist. War ja irgendwann im... Wann war das überhaupt? Dezember? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da zeigen wir, wie wir die Scheibe einkleben mit Primer, mit richtig sauber machen, dieses alles, was in diesem Set drin ist. Bei dieser Scheibe habe ich lediglich gezeigt, wie wir es rausgeschnitten haben. Super Tipps, wie gesagt, mit dem Abkleben, damit das nicht so sprenkelt. Tipptopp. Und dann haben viele auch gesagt, Mensch, schmier die Scheibe doch erst ein und drück sie dann gegen. Ja, kann man auch machen. Das Einzige, was dabei ist, ist, die Idee ist ja gut, aber da muss ich ja erstmal messen, wie so ein großer, wo überhaupt dieser Klecks hin muss. Ne? Auf der Scheibe ist ja jetzt nicht irgendwie ein Strich gemalt, wo ich dann drumherum eiern muss. Es ist dann ein bisschen leichter, wenn man es so macht. Dann sagte jemand, Mensch, das ist doch viel einfacher, nimm doch diese Konsole ab. Ja, die Idee ist echt gut. Und zwar ist ja diese Stollkonsole hier, diese Frontladerkonsole, aufgesetzt quasi auf eine Fendt-Konsole. Also im Grunde genommen ist das hier eine Fendt-Frontladerkonsole. Und der Fendt-Frontlader ist da nicht mit Schnellkupplern trennbar, sondern es ist so, dass der Frontlader einmal hier hinterhängt und einmal, Lampe ist wohin, kommt da. Der hat da eine Schraube zum, oder einen Spanner, wollen wir es mal so nennen, einen Schnellspanner. Der sitzt dort. Ne? Das ist die Einheit, da nehme ich die beiden Splinte raus und verdrehe einmal den Bolzen und ziehe den dann raus. Und dann habe ich hier vorne meine Original-Stoll-Arme, die habe ich auch. Die kann ich dann nähen, die kann ich dann hier auf den Boden setzen. Und dann kann ich diese ganze Konsole runternehmen. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Hat zwei Gründe. Zum einen, Schnellwechselsystem von Stoll, viel einfacher. Und zum anderen, ein Problem, was ich schon gesagt habe, was wir vielleicht noch beheben müssen, ist das Steuergerät, das Load-Sensing-Steuergerät von dem Frontlader mit der Konsole fest verschlossen. Wir haben dann die ganzen Leitungen hier, die liegen dann alle bis nach hinten, bis zur zentralen Hydraulik. Ich kann die Konsole nicht abmachen, weil dann müsste ich das Steuergerät, so wie ich es jetzt abhatte, auch abmachen. Also das hatte ich ja ab, aber dann kannst du wieder nicht, du musst ja dann den Frontlader auch noch ein bisschen kippen. Wenn die Schläuche ab sind, geht das ja auch nicht. Und also das ist komplizierter, als man denkt. Deswegen irgendwann nochmal der Plan, wenn wir uns nicht so viele neue Projekte auframsen, die alten abzuarbeiten. Und ein altes Projekt ist halt, dieses Steuergerät von dem Frontlader woanders hin zu versetzen, mutmaßlich irgendwo hinten. Dann diese Leitung mit den Leitungen vom Frontlader verbinden. Die liegen ja hinten, da sind die Wege dann kurz. Und dann habe ich ein Melkgeschirr, was hier raufpasst, auf zwei Steuergeräte quasi, und was dann die Stollaufnahme hat, weil der Frontlader früher damit zusammenhing. Und dann kann man nachher beim Kuppeln das so bauen, dass man quasi hier die Schläuche abmacht und dann den Frontlader da ganz normal rausmacht und dann hat man dieses Steuergerät hier nicht mehr. So ist mein Plan für irgendwann die Zukunft. Und dann hat man noch zusätzlich, da sollen dann, ja, da müssen eigentlich, kommen dann da einfach Hähne rein, denke ich mal. Und dann könnte man nämlich noch diese Steuergeräte, die man denn hier nimmt, quasi die Leitung, ich benutze ja nur die Leitung, aber ich könnte dann elektrisch mit dem elektrischen Steuergerät vom Frontlader die jeweiligen Anschlüsse hinten bedienen, elektrisch. Na, das wäre dann zum Beispiel möglich. Jetzt ist ja so, er hat einzelne Steuergeräte und den Frontlader einzeln. Ich habe ja Steuergeräte ohne Ende, er hat eine Front-EHR. Also der Trecker ist ja reichlich mit Hydraulik bestückt, ne? Aber das ist so Zukunftsmusik, wo es vielleicht mal hingehen könnte, wäre auch mal so eine Idee. Aber halt weit weg, ne? Genau, das wollte ich dazu noch gesagt haben. Und dann habe ich jetzt hier so einen Halter mit so einem Loch. Den werden wir gleich ein bisschen gerade biegen. Und dann befindet sich hier noch so ein Loch. Und dann werden wir den Halter hier hinsetzen und dann sitzt unsere Steckdose hier. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gekonnt, ne? Das machen wir jetzt. Hydraulik, Elektrik.
Hier ist die Dose jetzt rangekommen. Da war ja noch so ein Loch. Hat da auch jemand von euch gezeigt? Der hat das hier durch irgendwie gesehen. Also ich staune immer wieder. Also ihr seid unglaublich. Ihr seid echt die Geilsten. Und dann habe ich die Dose eingeschnitten, also den Blechhalter. So war das auch bei dem anderen Halter. Davon hatte ich aber keinen mehr. Durch die drei Schrauben hält das den Kreis ja auch wieder zusammen, ne? Gut, dann ist die auch verstaut. Dann bin ich da schon mal beruhigt. Dann haben wir da nämlich schon mal keine Berührungsängste mehr mit der Scheibe. Apropos Scheibe. Wir sehen demnächst nochmal wieder, wie ich eine Scheibe einbaue. Ich habe da nochmal wieder so einen Fall. Da kann ich ja mal wieder alles zeigen mit Scheibe einbauen. Mit können wir nochmal wieder komplett die ganze Klebehistorie durchgehen, was man alles beachten und machen muss. Ich habe da keinen Bock zu, aber es ist schon wieder passiert. Es ist eine Scheibe defekt. Ja, aber nicht landwirtschaftlich. Genau, gut. Also, weiter. So von hier oben, ne? Die Scheibe ist schön sauber. Einer sagte noch, ich glaube, das ist auch eine gute Lösung gewesen. Wenn man hier die Scheibe auf 7:30 hängt, könnte es ja auch sein, dass da irgendwie eine Kollision mit dem Frontlader möglich ist, ne? Also von daher gar nicht abwegig. Wir möchten aber keine Kollision mehr. Nee, wir wollen keine mehr. Ich will jetzt noch meinen Stoll-Frontladerhebel wegnehmen. Den kann man, hier hinten liegt irgendwo mein 13er, einfach hier mit einer Schraube lösen. Wie rum ist denn links rum? So rum, ne? Einfach mit einer Schraube lösen. Und dann können wir den hier wegnehmen. Und dann setzen wir uns den hier hin auf seine Zweitposition. Achso, die Schraube ist reingeschraubt, deswegen geht das nicht, ne? Ist ja klar. Genau, hier befindet sich auch sowas, was wir auch bei den anderen beiden Trägern noch nachrüsten wollen. Aber ja, zeitlich hängen wir da gerade so ein bisschen, ne? Jetzt ist nämlich da nicht genug Platz. Jetzt kann man den hier... den hier mal ein bisschen hochschieben. Dann findet man hier in diesem hier auch ein bisschen mehr Platz für diesen. Aber ich hatte das doch schon mal. Da war etwas besser gefunden. So hatte ich das schon mal. Genau. Jetzt könnte man nämlich hier diesen Frontlader im Notfall auch noch betätigen. Oder wenn man den Frontlader nicht dran hat und das als elektrisches Steuergerät als zusätzliches nutzen möchte, kann man das natürlich dann an der Position auch, ne? So ist eigentlich so der grundsätzliche Gedankengang. So. Schlüssel wieder in die Box. Dann kann man den hier abklappen. Dann ist der weg. Schraube noch ein bisschen reinschrauben, nicht dass die weghaut. Und dann hat man hier wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Wenn man nur das nicht möchte, dann kann man kann diese Lehne hier, das ist ja eine Z-Tab-Lehne, man kann die dann hier noch lösen und dann noch ein bisschen absenken hier. Also man kann die hier in der Höhe verstellen. Da kann man sich das dann auf sein, das ist ja viel zu flach, Niveau einstellen. Und dann hat man es. Gut. Ah, da kommen die beiden, die wollen Feierabend einlöten. Und dann habe ich noch eine Sache, die habe ich noch ganz vergessen. Wir haben ja hier hinten die beiden Behälter für Bremsflüssigkeit bzw. Pentosin. Die gehen ja direkt auf den Bremskraftverstärker. Der wird normalerweise von oben versorgt, von hier oben, und hat dann Y für jeweils links und rechts. Und um meinen Pentosinverlust festzustellen, habe ich ja die beiden Kanister da hingebaut, hätte ich mal gesagt, die beiden Behälter da hingebaut. Jetzt kann ich feststellen, der eine hat mehr Verlust als der andere. Ich weiß auch, dass der eine, der ist, der für hinten links zuständig ist und der andere für hinten rechts. Ich weiß auch, meine Bremszylinder sind dicht, das weiß ich auch. Ich weiß aber, dass diese Flüssigkeit nicht auftaucht. Das heißt also, die versickert und sie wird, weil da hinten das Ganze hydraulisch unterstützt wird, im Hydrauliköl versickern, gehen wir jetzt von aus. Und zwar hauptsächlich, wenn der Trecker aus ist, verlieren wir da Flüssigkeit. Hat den Hintergrund, wenn der Trecker aus ist, ist da kein Gegendruck in der Anlage und das Pentosin kann leichter entweichen. Jetzt hatte Benno gesagt, Mensch, ich habe noch so Kassettenringe, wer möchte noch welche haben? Und wenn ich mir diese ganze Theorie so hinspinne, die ich da gerade erzählt habe, dann ist es nicht ganz abwegig, Benno, dass diese Kassettenringe sich hier da hinten bei mir auch vielleicht über die Jahre schon so ein bisschen hingeschliffen haben und nicht mehr gut sind.
Und das Tauschen ist ja jetzt nicht die Superhürde. Das heißt also, ich würde gerne auf dich zurückkommen. Sage mir deinen Preis und dann schicke mir diese Ringe. Da lacht einer. Und dann hier werden wir die mal insten. Der Trecker hat ja 13.691 Stunden. Ich glaube, hier ein Gummiteil, was 13.691 Stunden immer da hinten hin und her bewegt wurde, das darf vielleicht auch mal nicht mehr so schön sein. Also, da treten wir gerne in Kontakt. Ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Und ja, letzte Hürde heute. Braucht ihr aber nicht gucken. Wir machen hier noch ein bisschen Saugi-Saugi und Wischi-Wischi. Und dann haben wir alles für den TÜV bereit. Und dann, ah nee, gar nicht. Hier, Parklicht geht. Abblendlicht geht. Fernlicht geht. Beide? Ja, sieht super aus. Warte mal, blinken müssen wir ja noch. Andere Seite? Hinten. Hinten. Warmblink? Ja, natürlich. Warmblink. Keiner braucht Warmblink. So. Warmblink kann ich sehen, geht hinten. Blinker rechts, Blinker links, einzeln geht auch. Bremslicht geht auch. Und Rücklicht sehe ich, geht auch. Ja, also Beleuchtung geht. Zum Abschluss, Blinky Blinky. Brauchen wir aber nicht. Gibt TÜV-Prüfer, da muss man das Scheiß abbauen. Ja, einfach nicht. Einfach machen und dann ist gut. So, was fällt mir ein? Genau, wir machen noch sauber und dann ist Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Wir müssen ja noch ein bisschen was an diesem Träger machen, bevor wir losfahren. Jo! Einmal TÜV neu, ne? Achso, wer sich fragt, hä? 4,23? Und hier ist nichts anderes, kein weiterer Aufkleber. Ganz genau. Dieser Trecker bekommt ja lediglich TÜV und keine SP, weil er irgendwie unter 7,5 Tonnen irgendwie liegt. Und dann, ja, habe ich aber so einen Beipackzettel und kann mehr, aber muss einmal im Jahr nur zum TÜV. Und nicht zur SP. TÜV-Prüfung hat er bestanden, alles gut, funktioniert alles, tipptopp. Schön nass sind wir geworden schon, also der Scheibenwischer funktioniert wie Sau. Das hat geregnet, boah, schön, herrlich, richtig schön geregnet. Aber das haben wir erledigt. Jetzt wollen wir den hier abnehmen, weil der muss ja nicht die ganze Zeit da rumschlackern. Der ist eh schon nicht mehr so schön, also nicht so schlecht, aber auch schon nicht mehr so schön. Ne? Dann nehmen wir den ab und dann hängen wir da ein Stück ran, was hier gesucht wird. Und in unserem Regal lag das. Vielen Dank, dass ich das mal bekommen konnte. So, dann machen wir den ab. Zack, dann legen wir den nämlich beiseite. Hier hinten ist mit so einer Federtechnik der hier runter, ne? Den habe ich ja mal selber gebaut. Den gab es hier nicht. Bin ich ja für zu haben. Und nun hängen wir das hier vorne ein. Wenn man mal was Cooles hat. Wo ist denn das Loch? Da unten. So, das liegt nämlich da genau gegen. Und dann ist das da dran. Und dann haben wir unseren Zugmaul dabei. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Ich muss nochmal gucken, da wollte ich vielleicht nochmal irgendwie, dass man da nochmal so einen Halter für baut, dass man das quasi irgendwo da... Es wäre schön, wenn diese Motorhaubengeschichte, die ihr da neulich gesehen habt, im vorletzten Video war das ja, wenn die Geschichte denn quasi hier wäre, dann würde man hier eine ausgekleidete Box haben, wo man sowas zum Beispiel reinmachen könnte. Ne? Die würde man verschließbar machen, dann könnte das da rein. Und dann wäre das gut, ne? Aber das ist alles Zukunftsmusik. So sieht das Ganze ohne Oberlenker aus. Dafür aber mit Zugmaul. Und dann haben wir das auch abgearbeitet. Jetzt wollen wir das Öl ablassen. Jetzt kriegt er einen Hydrauliköl-Wechsel. Was haben wir mal gelernt? Damit das nicht gluckert, machen wir hier oben erstmal den Peilstab raus. Wo ich ja richtig Bock zu hätte, ne? Aber das kann bestimmt keiner und das hat bestimmt auch noch nie einer gemacht, ne? Dieser Trecker hat ja im Kombi-Instrument eine Anzeige, ne? So, hier ist ja, das ist ja hier Kombi-Kombi-mäßig, ne? Hier ziehst du ja quasi, hier befüllst du und gleichzeitig hast du hier den Peilstab.
mit der Menge an Öl. Wollte den so ein bisschen daneben liegen. Ein Peitsch hat mit der Menge an Öl. Aber ich glaube, es gibt keinen auf dieser Welt. Und wenn es den gibt, der kann sich gerne bei mir melden. Der mal quasi eine Ölstandsanzeige nachgerüstet hat. Er hat im Kombi-Instrument, hätte er ja die Möglichkeit. Man müsste ja nur einen Geber haben und den müsste man irgendwie freischalten und da drauf geben. Ne? Habe ich leider nicht. Wäre irgendwie cool. Das ist so ein bisschen, was mich verwundert. Weil die anderen in den anderen Baujahren ja im Grunde genommen das haben. Also zu den gleichen Baujahren. So ein 500er, na beim 500er weiß ich es nicht. Habe ich so speziell noch nie viel gefahren. Aber der 800er hat es ja, der 900er und so. Die haben ja alle eine Ölstandsanzeige. Warum der Zylon keine abgekriegt hat? Keine Ahnung. Da hätte ich gerne eine. Das wäre irgendwie cool. Da hätte ich Bock. So, da oben den Deckel auf. Da unten die Schraube raus. Und laufen lassen. Passende Sechskant findet man bei Ringschlüssel natürlich nicht. Hat schon mal einer einen Ringschlüssel gesehen mit einem Sechskant-Profil? Nee, ne? Das ist eigentlich immer Vielzahn. Ne? Die gibt es natürlich mit Vielzahn, aber auch mit Sechskant. Den machen wir da jetzt rauf. Und dann muss ich euch mal hinstellen, dass ich da gleichzeitig drauf drücken kann. Ich möchte nämlich natürlich nicht diese Plastikschraube irgendwie zerstören. Deswegen machen wir das ganz vorsichtig. Das wird mit den Jahren natürlich auch immer alles älter. Deswegen gehen wir damit ein bisschen vorsichtig um. So. Dann ziehen wir den ein bisschen an. Dann kann der nämlich schon mal mit auslecken, ne? So, eigentlich hört man auch, wie es unten ein bisschen mehr läuft. Lassen wir ihn da drin. Ha, schon wieder stockdunkel geworden. Aber ja, dann kommt das, jenes und dann verdudelst du die Zeit und dann ist hier auch Zug weg. Ne? Den hatte ich nochmal zwischendurch auf 7:30 gehängt. Der konnte dann hier jetzt ganz in Ruhe auslecken. Dann haben wir hier den neuen. Wie heißt der überhaupt? Ein Mann 724-3 oder schräger 3H. Klack. Drinne. Deckel oben drauf. Fertig. So. Unten zudrehen. Öl drauf. So. 61 Liter sollen da rein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist eine Zeiss-Box. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass mir die Zeit gerannt ist. Ne? Da, nee. Das ist jetzt 11:30. Oh Mann. Nee, es ist eine Zages-Box. Genau, eine Zages-Box. Diese Box soll jetzt da oben drauf, damit wir unser Gepäck da reinpacken können. Ne? Haben wir schon mal gemacht, als wir zur Demo in Berlin waren. Das funktioniert ideal. Ne? Auf dem Träger müssen wir uns ja nichts vormachen. Da ist jetzt nicht, wenn du sagen wir übernehmen, wir wollen übertreiben, aber naja, das ist ja nachher so. Wenn du zwei Reisetaschen hast, wo willst du die hinschmeißen? Das kannst du vorne rechts und vorne links so nach dem Motto und dann, ja, dann stehen ja die Reisetaschen. Ne? Hier kannst du alles reinschmeißen, was du willst. Dann hast du immer noch Platz. Da kriegst du fast eine Schwiegermutter noch rein. Also, da geht einiges. Und das Ding ist aus Alu, das wiegt nichts. Ah, nichts will ich nicht sagen, aber fast nichts. So, Anti-Rutsch, ein bisschen Holz brauche ich noch, dann kriegen wir das hin. Der geht ja nicht.
gesehen? Nein. Mannix, ich bin auch hier. Guten Morgen. Ja, wir sind losgekommen. Es ist 10 vor 6. Es ist spät. 4:30 fahren wir los. Hat gut geklappt. Hat natürlich nicht geklappt. Wir zotteln jetzt erstmal los und wenn es hell ist, dann lassen wir wieder von uns hören. Vielleicht kann ich jetzt ranzoomen. Also wir sind jetzt schon über die Norderelbe rüber. Wir sind jetzt noch über die Süderelbe. Mitten durch Hamburg sind wir schon mal durch. Hier die ganzen Shopping-Malls haben wir alle abgegrast. Jetzt müssen wir noch einmal über eine hübsche kleine Brücke. Dann noch ein kleines Stück und dann sind wir, glaube ich, um die Kraftfahrtstraßenproblematik, die wir hier im Süden Hamburgs haben, rum. Und dann, ja. Von da aus geht es ja nur noch bergab. Weil hier sind überall Bäume. Ja, die Elfi kann man schwer sehen. Aber wir können die Elfi erkennen. Oh, bist du müde? Noch nicht ganz wach. Mal gucken, ob wir gleich vielleicht doch noch mal einen Blick erhaschen können. So, dass halt da zwischenschlimm sind. Wir machen die. Kriegst du die. Ah, siehst du doch. Das ist nicht vielleicht das Beste. Nö, wir. Daumen hoch verdient. Ja, wir sind gerade in Amerika. Es geht hier nur noch geradeaus. Und hinter uns ist auch nur noch geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Aber das Abenteuer Hamburg ist zu Ende, ne? Ja, das war auch anstrengend. Das so früh am Morgen. Ja, ne? Ja. Guck mal, jetzt haben wir. Viel Verkehr und viele Straßen und viele rote Ampeln. 9.18 Uhr, so viele Ampeln, unglaublich. Wir fahren jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal Meters. Du beantwortest Kommentare. Mit 48,5 Stundenkilometer. Nee, auf deinem Handy sagt das 50. Ach so. Bisschen verringerte Drehzahl, wir müssen sparen. Diesel ist teuer. Wohlsdorf! Nehmen Sie die Ausfahrt und Sie kommen zu Herrn Rüppers. Wir haben keine Zeit. Wir würden so gerne, wir haben keine Zeit. Nee, es wird knapp, glaube ich. Es wird knapp und wir werden auf der Rücktour, die ja nicht heute ist, sondern Sonntag, da haben wir das gleiche Problem. Aber wenn ihr mal ein gutes Stück Kuchen am Sonntag essen wollt oder generell mal ein Eis essen wollt oder wenn ihr mal ein paar coole Videos sehen wollt, guckt mal Rüppers vorbei. Da war es gerade draußen. Alter, ist das eklig. Wir sind klitschnass. Der Hund sprang schon alleine rein. Der Hund war schneller auf dem Träger als wir. Und jetzt dunstet er aus. Und wir haben auch Schneegen. Also Hagel und Co.
Und Sicht nach draußen haben wir auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal die Scheiben. Müssen wir warten, bis die frei sind. Aber da draußen geht's richtig rund. Da nicht so, mehr so da so. Verdammt, jetzt gerade wieder eine Wolke, ne? Eben war echt Sonnenschein. Aber wir sind die Tropfsteinhöhle los. Keine Tropfsteinhöhle mehr. Aber dafür werden hier jetzt im Recycling-Gedanken die 10er-Wischung-Wecktücher aufgehängt und getrocknet. Aber es fängt ja schon wieder an zu regnen. Ja, so ein bisschen. Wir fahren hier so ein bisschen durchs Osnabrücker Land. Bis nach Bad Leer ist das nicht mehr so weit. Wir lassen uns mal überraschen. Hier, Berdingbeton, Berg angucken. Das ist hier Berdingbeton, aber bei uns auch. Die sind wohl überall. International. Ja, gerade jetzt fängt das wieder an zu dröppeln. Aber es ist hier überall Regen gewesen, kann man sehen. Überall steht Wasser. Also wir sind nicht die Einzigen, die hier Regen gesehen haben heute Morgen. Unser Ankunftsort hat auch schon Regen gesehen, wurde mir eben telefonisch mitgeteilt. Also von daher. Aber das ist ja nicht schlimm, wir sind ja nicht aus Zucker. Wir haben ja hier eine schöne Kabine. Aber es fährt sich schöner, wenn es nicht regnet. Ganz klare Sache. Bis später. Tor 1, Werk B, ne? Junge, Junge, Junge. Wir fahren aber hier Tor 2 und 3 anscheinend. Wir müssen zum anderen Tor. Wir müssen zum anderen Tor. Bad Leer sind wir schon mal nicht gelandet. Bereit für die richtige Bühne. Ich bin bereit, ich bin immer bereit. Chaka. So, Tor 3. A, B oder C. Hier stehen sie schon, die dicken Ladewagen. Und die ganzen Sporters und oh. Oh, und die Maishetzlers. Vorbeigefahren. Du hast noch eine Chance. Ah. Tor 2. Tor 2. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ich muss jetzt die 2 nehmen. Und mal bremsen. Ach, nee, wird auch nichts. Aber hier, das aber hier Maishäcksler. Ohne Training. Schön, Maishäcksler. E-Technik. Und was gehört zur Promi-Gruppe natürlich dazu? Schöne John Deere-Träger. Guck mal, hier stehen sie alle. Weißt du, es gibt im Moment keine Träger. Alles voll Träger hier. Gar kein Problem. Da ist er. TX. Ah, 460 DT. Da hinten steht auch noch so viel. Ja, da hier rechts müssen wir hin. Oh, da sind noch ganz. Oh, das kann ich gar nicht filmen. Ich war auf der rechten Seite beschäftigt, da war alles voll. Da hinten stehen die Anhänger, wo wir wollen. Da standen ganz viele. Ja, da stehen noch mehr. Ich meinte ja, da waren so viele. Aber da ist so ein hoher Wald. Ich fahre ein bisschen langsam wegen dem Bahnübergang. Auf der Trecker nichts. Da ist der Wald ja weg. Ja, da hinten stehen sie. Ach, hey, das sind aber richtig viele. Die hauen die Sachen hier nur so raus. Anhängen, glücklich sein. Es war ein bisschen eng. 3,30, etwas eng. Guck mal, hier ist aber viel Platz.
geht los. Showroom 37B. Hallo als Besucher. Wir müssen gerade aus. Nach 500 Metern bei Bodenbergstraße links abbiegen. Big Buddy. Nein. 900. Big Buddy 900. Schwarz hier. Ist auch hübsch. Ja, das ist dieses neue. Ram Buddy 57. Haben wir nicht. Können wir uns nicht leisten. Big Buddy 57. Hatten ja auch viele spekuliert. Könnte ja auch eine Big Buddy 57 sein. Schön mit Planen. Hier stehen noch ein paar. Ich habe die Tür. Oder so ein schöner Sandkübel. Welchen sollten wir zerkratzen? SK 800. Sandkübel. Wir sollten noch bei einer einen Kratzer reinmachen. Ja, die von Timmy. Die muss hier irgendwo rumfliegen. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Riesengeschoss. Wie viele Kilometer sind das? Wir sind, also am Anfang waren es über 360. Dann mussten wir ja nochmal Umwege fahren, weil ja manche B70 war das, B73 und was weiß ich, die hatten ja alle Kraftfahrstraße zwischendurch. Dann mussten wir ja da auch nochmal Umwege. Also wie viel es insgesamt war, weiß ich nicht. Genug. Man bleibt nicht unerkannt, wenn man unterwegs ist.
Wofür brauchen wir denn jetzt den hier? Das ist zwar neu, aber wir müssen erstmal dran schrauben, sonst ist das nicht unser. Ach so. Sieht aber anstrengend aus. Beim ersten Mal ist vieles anstrengend. Komm mal einmal ran. Hier die Kamera. Haben wir nämlich noch nie gemacht, ne? Cover ab bei so einem Wahnsinnsgerät hier. Dann habe ich die Mutter schon gelöst. Und dann kann man hier rüber den Niederhalter einstellen. Wir machen den erstmal schön lose, dass wir erstmal den Sticken reinkriegen. Und dann ist Geschmackssache. Was sagt der Profi? Wie viel? Einer mag es gerne, wenn das da die ganze Zeit auch rumschleift. Der nächste sagt, gewisser Abstand. Minimal Toleranz. Genau so ist es. Deswegen hatte ich mir vor, ist aber ja schon wieder alles eingesteckt. Aber bei der K50 müssen wir nichts einstellen. Der Profi-Hersteller hat sich hier so ein Patent einfallen lassen. Kein Niederhalter erforderlich. Das, was ich letztens gefragt habe, hast du jetzt immer gemacht. Was hast du gefragt? Ich habe das hier gefragt, hier mit dem hoch und runter. Das habe ich ja letztens gefragt, als wir doch hier die K80 abgebaut haben vom 926. Aha. Ja, alles gut. Was möchtest du denn? Hast du Langeweile? Nur fertig los, Haus. Was für ein Riesengeschütz. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das Teil so groß ist. Ja, Zylon ist Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, dass sie rot ist und eine Mulde und dann war es das schon. So sehen sie aus, wenn sie noch nicht fertig sind. Oh, jetzt geht's los. Guck mal, die Jungs bei Krampe, ne? Die haben doch bei mir heimlich Videos geguckt. Höhenverstellbarer Schweißtisch. Das ist doch meine Erfindung. Aber die haben ihn nicht im Boden versenkt.
Ordentlich? Ja, mega cool. Hast du die Schweißnähte gesehen? Hier? Haben sie auch bei mir abgeguckt, ne? Da hast du welche gewünscht heute. Auch von diesen hier. Die machen wir genauso lang wie die. Du hast ja die Zweischauerlage, so den dicken Schläuche. Da ist die dünn. Hast du immer. Ist das das Teil, was du meinst? Also ich bin ja nur an so einem Jahr vorbeigelaufen. Nee, das ist hier, das kommt da zwischen den Kotflügeln. Also, aber es muss ja so ähnlich aussehen, ne? Füllt er oben die Gummilippe mal für deinen. Nee, da, siehst du, die ja. Ich habe verstellbare Kotflügel. Und ich bin jetzt ja da oben bei meinem Verbrecheraufsatz. Die darf ich hier mal. Weiß aber nicht mal. Ja, das. Ich wollte mal wissen, wie das aussieht. Ich brauche alle Fänger noch, ne? Du auch. Ja, mit dem Schäfer, da müssen wir noch mal gucken, dass wir da noch mal. Sehr gut. Nur Quatsch, ich bin ja auch nicht fest, dafür zu. Ich wollte meine Anaconda jetzt drin lassen. Oder passt ja mal. Ich mache den immer mit Backfall fest. Weißt du warum? Damit er nicht ins Gesicht haut. Das stört uns. Der muss nicht groß und dick und lang sein, der muss nur fühlen. Kannst du ruhig fühlen. Nee, die anderen Gummilatzen, die. Dann müssen wir die morgen früh im Kranken. Das wird nicht rausgeschnitten. Doch, könnte sein. Komm mal mit, wir gehen hinten an der Aufsatzmontage. Wusch. Pass auf, ich mach hier Licht wieder aus. Ne? Ja, besser ist. Und wieso hast du keinen Abschieber genommen? Nee, brauchen wir erstmal nicht. Nee, weil? Haben wir doch. Wir haben noch einen Strautmann Räuberwagen. Ach so, meinst du? Wir haben es doch. Ne? Wir brauchen sowas nicht. Aber schon sehr cool. Krampe Rambody. Haben die lange ein Geheimnis drum gemacht um diese Karre hier? Ja. Ich weiß nicht, weil sie schwarz ist vielleicht. Passend zu Reiser. Ein Reiserfahrzeug. Ja, Krampe Rambody, ne? Auch spannend, ne? Ein Abschieber von Krampe. Massiv gebaut, glaube ich, würde ich mal so behaupten. Auch 13,5 Zoll Räder drauf in dieser Variante. Und wir gucken gleich nochmal von drinnen, aber ist schon spannend, ne? Andere Hersteller machen ja so eine Volumenklappe. Das ist den Jungs aber mit der Höhe irgendwie nicht so passig. Die sagen, das ist so die Idee dahinter. Wenn du eine Klappe hast, die quasi eine Volumenklappe, die dann aufgeht, die gibt dann ja nochmal wieder Höhe vor. Und dann hast du ja diesen ganzen Vorteil, den du damit hast, dass du quasi nicht kippst, sondern nur abschiebst. Da hast du diesen Höhenverlust ja wieder, weil die Klappe im Weg ist. Ne? Deswegen haben die bewusst gesagt, sie wollen die Klappe so machen. Zumindest wurde mir das so erklärt. Ich glaube, ich erzähle keinen Blödsinn. Hier sieht man auch, so wie unser Big Buddy mit pneumatischem Fahrwerk, ne? Und dann eben der Wahnsinn in diesen Wagen immer. Wir haben ja schon den, was haben wir uns denn angeguckt? Brandner Abschieber und so, ne? Da ist halt jede Menge Zeugs drin, ne? Wenn man hier so rein, was heißt jede Menge Zeugs? Es handelt sich lediglich um Hydraulikzylinder, die eine Wand nach hinten schieben, ne? Anhängselklappe damit bei. Dann hier Schlauchführung. Muss ja auch irgendwie gemacht werden. Das sieht schon alles ordentlich aus, ne? Aber es ist schon irre. Wenn man sich dagegen so einen Kipper überlegt, Klappe auf. Wie war denn das noch hier? Fahren den ganzen Tag Muldenkipper. Klappe auf, Kipper hoch, Kipper runter. Hier ist halt ein bisschen mehr dran, ne? Spannende Technik, schon sehr cool.
Hier, wir gucken mal durch die Scheibe, ne? Alter. Ist ja nicht so, dass wir... Also, wir haben alles dabei, glaube ich. Unsere Kiste ist eigentlich noch zu klein. Oh Mann, ey. Drückt sich. Die Bettwäsche drückt sich. Hier haben wir noch einen Hase hinterm Sitz. Oh. Kannst du nicht finden. So, folgendes. Gestern haben uns Nachrichten erreicht. Unser Rücklicht geht nicht. Da ist mir schon aufgefallen. Hier geht nicht. Hier geht nicht. In den Spiegeln geht's nicht. Dafür geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's auch nicht. Kennzeichenbeleuchtung geht. Rücklicht geht. Aber links geht nicht. Es ist also irgendwo links ein Problem. Wir werden mal an den Sicherungskasten gehen. Ich habe Hoffnung. Wäre ja auch langweilig, wenn wir nicht irgendwas zu fummeln und zu reparieren hätten auf so einer Tour, ne? So. Und weg hier. Was ist hier denn heute los? Oh Mann, ey. Zack. Hier hinter befindet sich nämlich der Sicherungskasten bei dem Träger. Wenn man rankommt. Zack. So, dann haben wir hier eine Bebilderung. Ist das richtig rum? Ne, ist ja kett rum, ne? So rum, ne? Hier ist schon ein Träger, Arbeitsscheinwerfer. Hier ist der Träger abgebildet. Links wie rechts, rechts wie links. Das ist sehr verdächtig, ne? 7 und 8. 5 Ampere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ach, guck mal, da ist schon 7,5 drin. Aber diese hier ist es. Ich würde euch die gerne zeigen. Die ist ja jetzt reingefallen. 7,5 haben wir nicht. Was ist das für eine? Orange. 5. Ja, die soll da im Ursprung auch rein. Wir machen mal. Wir sind mal ganz frech. Wir drücken mal 10 rein. 10. Achso, wir haben gar nicht ausgeschaltet. Was macht das Licht? Aha, guck hier. Da ist an. Kannst du mal gucken, ob das Rücklicht auch geht? Dann sind wir ganz weit vorne und in den Spiegel. Ja, ach, das sieht man gar nicht so gut. Warum? Ah, doch, man sieht's. Hier ist es an. Da. Achso, die Spiegel wolltest du noch? Sind die auch an? Ja, aber ich glaube, das sieht man nicht. Aber an sind sie. Ich seh's. Wir wollen ja auch nicht mehr im Dunkeln fahren, aber. Dann muss da ja irgendwo, aber bei diesem ganzen Regenwasser kann das natürlich sein, dass irgendwo irgendwie eine Stelle ist und dass da was hingelaufen ist, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Licht geht wieder. Für denjenigen, der uns gesehen hat und der das per Insta gepostet hat, vielen, vielen Dank, ne? Ja, wir waren ja zum Glück im Hellen unterwegs, aber im Regen war das doch schon schöner, wenn das geht, ne? So, haben wir alles. Wir satteln los. Wir haben die nächste Station. Wir wollen jetzt noch ein paar Freunde und Bekannte besuchen. Weiter, ne? Räder wie ein Brück, ne? War schön, oder? Ja, war sehr schön. Wir hatten noch Glück mit dem Wetter jetzt. Wir hatten noch Glück mit dem Wetter. Wir sind noch schön ein paar Runden mit dem Hund gelaufen. Und jetzt zieht's uns weiter zum nächsten Nächtigungsort. ja. Hier ist schon wieder so ein typisches Schild mit so einem blauen Auto. Also das Auto ist weiß, aber blau umrandet. Kraftfahrtstraße, das ist ja... Das ist unsere Lieblingsstraße. Das ist ja das Lieblings überhaupt, weil das Navi weiß ja nicht, was Kraftfahrtstraße ist und was hast du nicht gesehen. Da kannst du sagen, Autobahn, ja, will ich nicht fahren. Aber Kraftfahrtstraßen nimmt er natürlich mit rein, ne? Egal. Wir fahren jetzt weiter nach Hasewinkel. Da werden wir auch noch eine Nacht bleiben. Und dann gucken wir mal, wann wir uns wieder melden. Vielen, vielen Dank an unsere Übernachtungs-Community. War sehr schön bei euch. Hasewinkel 13 Kilometer, das ist auch nicht mehr so weit. Also von daher passt das alles. Es war sehr schön und es weckt die Sauna. Herrlich. Sauna auf Buchenholz genagelten Lachs über dem Feuer gemacht. Also super cool. Vielen, vielen Dank.
Wir gucken mal, was uns jetzt erwartet. Tschüss! Diese Pette sind ja geil, diese Riesenbüttel. Tüllenheide, Klaas! Wir kommen immer dichter. Ja, und da war eben ein Schild, da geht es ja nach Steinhage. Ist denn der Händler, der quasi der Landmaschinenhändler, der Steinhagen oder Steinhage heißt ja auch, resultiert das, vielleicht weiß das einer von euch, aus diesem Ort? Ist da der Hauptsitz von dem? Keine Ahnung. Der ist ja Klaas Händler. Keine Ahnung. Wir werden uns mal schlau hören. Hasewinkel, Kreis Grüdersloh, die Mähdrescherstadt. Hast du gelesen? Nee, ich habe auf die Kamera geguckt. Geil, die Mähdrescherstadt. Das ist auch cool. Tschüss, Mähdrescherstadt. Tschüss. Also, gestern sind wir noch ein bisschen mit dem Hund spazieren gegangen. Da sind wir auch noch mal am Klaas Werks Gelände vorbeigegangen. Die Aufnahmen spiele ich euch jetzt mal hier ein. Also, Klaas, also hier, ich bin ja, ne? Ich, hier. Kennt ihr den? Ha, ich bin ja Klaas Experte. Klaas Kropteiger. Wie war das jetzt gerade? 2,10 Meter nimmt er auf. Er beißt sich das an der Seite rein. Und da oben... Da ist die Dreschtommel, quersitzend. Wie viel hier, wird das nicht nach Rotor, Dingsbums, wie wird das bei Klaas unterschieden? Wie viel Schlagleisten hat so eine Dreschtommel? Der hat keine Schlagleisten, der hat Finger. Finger? Weil das ein Reißdreschwerk ist. Ah, aber man kann mit dem Reißdreschwerk auch Getreide dreschen, wenn man möchte? In der anderen Ausstattung ja. Ne? Also man könnte den Korb umbauen, die Dreschtrommel umbauen, dass man tatsächlich Getreide dreschen könnte. Genau, kannst du auch Getreide dreschen. Vollraupe. Gibt es auch als Radmaschine. Und hier unterm Auslaufrohr, da ist die Abscheidung. Ohne Häcksler natürlich. Ohne Häcksler, ja. Und was ist denn hinten alles? Das ist alles, hinten ist alles Kornbergung, sprich Siebe und, ja. Und. Und dann kommt es von hinten, also da ist der Elevator, kann man ja sehen, da geht's hoch. Ja, da geht's hoch und geht dann oben in den Korntank. Genau, ganz klassisch, ne? Einmal Kornelevator, einmal Überkehrelevator, wie man das kennt, ne? Guck mal, vor verschlossenen Türen, aber wir sehen Sachen, die man sonst nicht so oft sieht. Mega cool. Ganz oft in Indien. Türkei, wo kommt er noch? Ja, primär Indien, ne? Indien. Asien. Mega. Und hier der Ursprung. Damit wird der Reis, da oben werden die Pflanzen draufgelegt, kann man das sehen. Und dann so Handvorrat und hier werden die reingelegt und dann wird der Reis damit gesetzt. Was haben wir jetzt gelernt? In Kooperation mit Klaas wird das gebaut, ne? Klaas malt das ein bisschen an und die anderen haben das Know-how. Aber auch mal interessant, ne? Reis haben wir ja nicht so, also hier schon mal gar nicht, ne? Coole Sache. Der Vorteil ist, wenn man am Wochenende irgendwo hinfährt, dann ist immer alles zu, ne? Wir können unseren Hexter wohl morgen abholen. Da drüben losen. Ja, wie ihr gesehen habt, ganz witzig, ne? Hier Reismaschinen und so. Wir waren ja auch nicht wegen Klaas hier und so, wir wollten unsere Freunde besuchen. Und es ist halt Wochenende, da ist ja auch im Werk nichts los. Da sind auch die Ausstellungshalle, ist ja vorne. Ich glaube, die ist jetzt wieder auf. Wegen Corona war die ja eigentlich die ganze Zeit zu. Aber wie gesagt, deswegen waren wir ja gar nicht hier. Wir wollten unsere Freunde besuchen und das war super. Vielen, vielen lieben Dank. Super cool, super liebe Gastfreundschaft. Schon wieder viel zu viel gegessen und getrunken. Und was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir nach Hause. Eine ganz schön lange Strecke. Ja, wir haben jetzt 328 Kilometer nach Hause. Ja, also heute Abend, wenn es dunkel ist, sind wir bestimmt zu Hause. Genau, wir werden da ein paar Stunden brauchen. Aber das macht nichts. Ach, es bringt ja Spaß. Das Einzige, was keinen Spaß bringt, sind Brücken und Kraftfahrstraßen. Ja. Das kriegen wir aber auch noch irgendwie hin. Und dann, ja. Schauen wir mal, dass wir sicher zu Hause ankommen. Wenn was sein sollte, klipsen wir wieder an. Heidewitzka. Nee, muss ich dich oben aussetzen und dann musst du dich mit der Kamera hinstellen, dann muss ich nochmal den Berg hochfahren. Das ist eine Kugelstrecke, ne? Ja. Oder links runter. Ja, ich habe hier den Autofahrer
wir sind verrückt. Ach, egal. Solange es Spaß macht, immer machen. Und wir sind schon da. Es geht schon wieder bergab. Ich musste zwei Lastschaltstufen runterschalten. Wir sind im Osnabrücker Land, nicht irgendwo Berchtesgaden. Und hier geht's steil bergauf. Ach, steil, aber gut. Naja, also du bist jetzt nur noch... Ich starte, komm gerade wieder. 1800 Touren, wir haben gerade noch mal einen Gang gewonnen. Wir können noch mal einen hochschalten, aber ich glaube, dann machen wir auch nicht. Aber wir haben aufgerüstet, haben wir nicht gezeigt. Hinter uns fährt noch einer. Wir haben erstmal eine Kamera aufgebaut, ne? Ja. Das ist ein bisschen cooler, dann kann man nämlich sehen, ob hinter einem einer fährt oder nicht, weil in den Spiegeln kannst du nämlich manchmal nicht sehen, wenn der schön mittig fährt. Siehst du nicht, ist der jetzt hinter dir? Und so hat man immer noch mal ein bisschen Kontrolle. Ich glaube, wir machen diese orangene Linie gerade. Ah, wir sind die orange Linie? Ups. 23, was wollen wir denn mehr? Aber es ist nicht so wie bei uns kurz und knackig, sondern hier dauert es auch mal länger, bis man oben ist. Ne? Aber ich will mal sagen, wir sind jetzt über dem Berg. Es wird romantisch. Es wird wackelig. Ich würde mal tippen, es geht über die Wiese. Heidewitzka, und da möchtest du durch? Was hat mir denn mein Dings schon wieder gesagt? Landwirtschaftlicher Fäcker frei. Und 12 Tonnen. Und 8 Tonnen Achslast. Wir sind noch schnell genug vorne. Ja. Aber schön ist es. Dann brechen wir nicht mit der Mann zusammen. Oh Mann, ey. Das ist keine Bunkerhörner gekommen. Ist. Guck mal. Die Straße war schon so schmal. Lenkachse an unserem Wagen, du. Die kann alles. Sauber. Wir sind drüber. Brücke gut, wir gut, alles gut. Muss man so auf den Sonntag so alles machen, ne? Ja, manche Leute Lüneburg fahren ja an uns vorbei und halten an und machen Videos. Oder fahren also, die ganz her? Wie viel? Ich will mal... wie viele Leute, also gesehen selber, haben wir ja 2 oder 3 die Bilder gemacht haben, ne? Ja. Also es ist unglaublich, dass ihr so halbwegs gewusst habt, wann wir wo irgendwie sind oder uns gesehen habt und dann wusstet, wo wir hinfahren. Also ist ja nicht so einfach. Ihr wusstet es ja selber nicht. Und dann haben uns sowieso generell ganz viele Leute gesehen. Ganz viele auch in Münster, nachdem wir hatten ja die große Stadtrundfahrt gestern gebucht in Münster. Hast du hier mal große Stadt? Mega cool, eine tolle Stadtrundfahrt. Beim Abbiegen auf einmal war die Brücke nur noch 3,70 Meter, also umdrehen. Oh Mann, ich habe die erste Farbe von dem Wagen verloren. Du kannst es nicht glauben. Aber egal, kann auch mal passieren. Sein Navi weiß ja eben die Höhe nicht. Auf jeden Fall haben uns ganz, ganz viele Bilder schon erreicht, weil sie uns gesehen haben. Das ist doch mega. Super cool, wie ihr so schnell schaltet und wie ihr so schnell euer Handy rausnehmt. Ja, das wundert mich auch jedes Mal. Junge, geht das schnell. Also, weiter geht's. Nächster Step, Elbe. Hurra, die Elbe ist da. Hier ist es ja so, Flugscheiße ein bisschen an, linke Seite, Elbe, Tide abhängig, rechte Seite, Elbe, festgelegter Wasserpegel. Ne? Das ist so das Geheimnis. Deswegen wird sie hier gestaut. Alles, damit sie schiffbar ist im oberen Teil. Die kommen, die müssen dann gleich
fahren wir jetzt gleich dran vorbei. Aber hier, da rechts, Landesgrenze Schleswig-Holstein. Wir sind schon mal in unserem Bundesland. Ja, ja. Ja, 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 ja. Aber wir haben noch ein bisschen, ne? Schubi? Ja. Egal, glaube ich. So. Hier kommt jetzt die Schleuse, damit die Dampfer natürlich auch. 400 Meter aus ja. Damit die Dampfer natürlich auch vom Oberlauf zum Unterlauf kommen. Ne? Schon wieder drauf? Ja, ich habe schon wieder angemacht. Oha. Also, ich schmier hier gerade noch schnell wieder Bagger durch. Ich weiß aus internen Quellen, dass unser Video schon wieder viel zu lang geworden ist. Und dass wir es nicht schaffen. Wir haben es geschafft, die Mulde heute schon einmal umzudrehen, weil wir schon ein bisschen durch die Gegend gefahren sind und mal hochgehoben haben und hast du nicht gesehen. Und, hallo? Wir müssen abschließend erstmal sagen, wie war die Fahrt mit deiner Mulde? Cool, also das hat man gar nicht gemerkt, außer, dass sie halt sehr hoch ist. Ja? Aber sonst lief sie super hinterher. Alter, das ist unglaublich. Wie das merkst du nicht, dass da hinten so ein Anhänger dran ist, ne? Also ich fand das mehr als beeindruckend. Natürlich, der Trecker merkt das, der zieht ein bisschen anders, als wenn da keine Mulde dran ist.
Aber durch dieses Luftfahrwerk und so liegt die total ruhig, ne? Ja, und wie gesagt, nicht wie gesagt, sondern zum einen haben wir schon hier wieder ein Video produziert von 1,5 Stunden oder so. Ich weiß es nicht, wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat, gut ab, ne? Und wir müssen mal gucken, ich möchte das Ding ja auch gerne zeigen und wir zeigen ja eigentlich, wir haben uns ja vorgenommen, immer bei irgendwelchen Specials, sprich, wenn wir 50.000 Abonnenten haben, wollen wir den nächsten Trecker vorstellen und, das möchten wir auch gerne tun. Aber die ist ja nun gerade neu hier und irgendwie brennt einem das ja doch alles unter den Fingernägeln, dass man das loswerden möchte. Ich selber habe mich da auch noch nicht so 5000%ig reingedacht. Ich gucke, dass wir jetzt die Tage, wenn das Wetter gut ist, dass wir noch eine kleine Folge aufnehmen, dass wir einmal um das Ding rumgehen, dass wir uns einmal die Daten reinziehen und so. Ich hoffe, dass wir das irgendwie Ostern verpackt kriegen, dass wir dann noch einmal quasi Mulde Special, dass wir quasi wissen, was ist das für eine Mulde, was hat die an Ausstattungsmerkmalen und ist die wirklich rot oder ist das pink oder all so ein Kram. Also, dass wir das einmal durchgehen, ne? Mhm. Das müssen wir nochmal machen. Das ist alles nichts, weil das schaffen wir zeitlich nicht in diesem Video unterzubringen. Genau, das gab es eigentlich dazu zu sagen. Du hast noch was zu sagen? Wir packen da ein paar Pakete aus. Genau. Während unserer Abwesenheit, also bleibt dran. Während unserer Abwesenheit war hier nämlich Besuch, ne? Ja, richtig cool. War Besuch. Haben wir uns gefreut, als wir nach Hause gekommen sind. Ja, und es gab was. War gleich zu gucken. Und genau, wer möchte, wir packen im Anschluss noch ein paar Pakete aus. Wir knallen hoffentlich Ostern die ganzen Special-Scheiße raus hier. Also einmal zu der Mulde, Samstag der normale Vlog. Wir versuchen noch Rasenmäher irgendwie hinzukriegen. Also wir versuchen das jetzt alles so ein bisschen aufzuholen, was wir jetzt so versäumt haben. Aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Und deswegen hoffen wir... Es hat euch gefallen. Das Video hat euch wieder gefallen. Oh, ich bin mit dem Fett hier so ein bisschen. Das Video hat euch wieder gefallen. wenn ihr Lust habt, schreibt einen kleinen Kommentar. Lasst ein kleines Däumchen da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hallo, wir wollten nicht damit anfangen. Wir wollten mit einem anderen anfangen. Dann fangen wir mit dem an. Uns haben ein paar Pakete mehr erreicht. Warte doch. Die wollten wir euch gerne zeigen. Aber der Hund, der gibt wieder Vollgas. Was auch immer er sucht. Und zwar einmal eine vernünftige Blindnietenzange. Also ich habe eine ganz große, die ist aber so riesig, die passt immer nirgendwo rein. Dann habe ich ja schon mal eine gekriegt, jetzt für einen Akkuschrauber, was ich sehr cool fand. Und dann hier nochmal eine, die von 2,4 bis 4,8 mm kann. Ich glaube, die ist auch ganz anständig. Für das, was wir machen, wird das schon super sein. Vielen, vielen Dank. Dann unsere Lieblingsbirnchen. Dann die Birnchen, die waren nämlich fast leer. Einmal neuer Handvorrat. 10 Stück für Armaturenbretter in so einem schönen Träger. Und das sind Zentrierbohrer. Das sind einmal Zentrierbohrer, nämlich sehr, sehr wichtig, wenn man mal drehen will. Aber die kann man auch verwenden in der Bohrmaschine. Sehr cool, hatte ich nämlich gar nichts von. Finde ich mega nice. Super cool. Das kam nämlich von Holger. Danke für die tollen Videos. Sehr gerne, Holger. Und vielen, vielen Holger, Dank. Holger, die drei Sachen, das ist hier Wahnsinn. Also, vielen, vielen lieben Dank dafür. Mega. Freuen wir uns super. Dann haben wir... Achso, das, genau. Hans-Jürgen war das, ne? Genau, das war nämlich... Hans-Jürgen. Wenn ich das mal so sagen darf, das ist alles nicht so, aber das war nämlich auf der Wunschliste. Alles andere war freier Wille, in Anführungsstrichen. Und das hatte ich nur einmal im Video gesagt und dann hat Hans-Jürgen gesagt, ja, kein Problem, schicke ich dir zu, habe ich irgendwie noch oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall super cool. Und zwar die Dosenhalter in der Breite verstellbar für verschiedene Dosengrößen. Beim 9er war ja einer kaputt gegangen und wir werden den anderen auf dem 8er, denke ich mal, machen. Finde ich immer ganz praktisch, wenn man das immer so ein bisschen aufgeräumt hat. Super cool, Hans-Jürgen, vielen, vielen Dank. Dann haben wir von... Na? Werner. Werner. Liebe Schnackis, ich schicke euch ein paar Schlaufen oder Gurte. Bei mir liegen sie immer rum und ich brauche sie nicht mehr. Viele liebe Grüße aus Ostfriesland. Mega. Also, wir können die auf jeden Fall immer gebrauchen. Nee, du kannst auch alles gebrauchen. Ja, der Hund kann immer alles gebrauchen. Und solche noch. Und noch ein paar andere Schlaufen. Super cool. So, Hund. Hier. Benimm dich damit. Mega cool. Es wird sich da gleich reingewälzt. Hast du das gesehen? Sie wollte sich gerade drehen. Kannst du nicht glauben. Super, super cool. Vielen, vielen lieben Dank.
bevor sie bei dir rumliegen, sind sie tatsächlich hier bei uns in einer guten Adresse. Alter, dieses Tier. Unglaublich. Und dann... Achso, nee, dann genau kam ja dann noch... Dann kam noch eins, aber da wissen wir leider da nicht... Da wissen wir leider nicht, wer das geschickt hat. Das sind nämlich Halter aus dem 3D-Drucker. Oh, Hund, vorsichtig. Aus dem 3D-Drucker für unsere Makita-Akkus. Super cool. Also da finde ich ganz cool, wollte ich ja noch mal auf dem Trecker vielleicht machen, dass man, wenn man den Laubpuster dabei hat im Herbst, das stimmt, ja, dass man die dann da reinhängen kann. Ne? Also mega cool an den unbekannten Spender. Vielen, vielen lieben Dank. Mega. Und dann waren wir ja unterwegs und kommen wieder. Ja, und dann war nicht war nur die Post da, sondern dann war da auch noch das Pakete. Bierland. Das Bierland ist hier eingekehrt. Ja. Und zwar aus... Belgischen Land, bei doch. Köln. Ich meine doch, stand da irgendwas mit Köln bei? Weil das Köln, weiß ich genau, warte, ich greife schnell vor. Ich kann mich gut erinnern, als wir Reise abgeholt haben, sind wir am Rhein lang gelaufen. Und die haben alle Das Bier getrunken und ich musste Auto fahren und durfte nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, das war so ein schöner, lauer Spätsommerabend. Das war super lecker. Der Hund ist da und der geht jetzt da, der trinkt gerade. Mm. Als wir sie abgeholt haben und da haben die das alle am Rhein, haben die alle am Rhein gesessen und haben sich alle dieses Bier reingehauen. Ich dachte das mir so, oh hier geil. Auch. Das hier. Das ja, war auch, das im, auch. Im Schaufenster. Und jetzt, eins zu eins, kann ich den Geschmack mal testen. Du kannst hier alle testen hier. Du hast sogar noch Domkölsch. Ja. Ja, das hallo, haben hallo, liebe Schnackis, hier ein kleiner Gruß und Bier-Tasting, ja, das kannst du laut sagen, aus dem schönen Bergischen Land bei Köln. Macht weiter mit euren Videos, es macht immer wieder Spaß, euch zuzusehen. Gruß, Familie Knipper. Vielen, vielen Dank, liebe Grüße zurück. Familie Knipper, ihr seid echt cool. Vielen, vielen Dank. Schade, dass wir euch nicht gesehen haben. Wie gesagt, wir waren ja nun leider mit dem Trecker unterwegs, das war ein bisschen schade. Aber ich denke mal, ihr wart auch, der Hund sitzt da vorne. Ich denke mal, ihr wart auch im Sinne von Urlaub hier oben unterwegs. Deswegen war der Termin ja auch gesetzt. Insofern ja, ist es nicht immer möglich, jeden zu treffen, der hier vorbeikommt. Aber wir versuchen und bemühen uns eigentlich, jedem gerecht zu werden. Ne? Ja. Der die Mühe auf, ja auch immer interessant. Genau, der die Mühe auf sich nimmt und zu uns kommt. Also von daher passt das schon. Und dies hier, wie gesagt, wir haben das in Köln gesehen. Oder ich. Also ich habe es auf jeden Fall gesehen. Aber ja, wenn ja meine Frau das auch gesehen hat. Ich habe es auch gesehen. Dann, weil wir ja gefaselt haben, was für ein Bier das ist. Genau. Genau, weil die alle das gleiche getrunken haben. Aber ich glaube, es war sogar die Domgeschichte hier. Aber es war mit Rot, ja, das weiß ich. Nee, Rot, also weiß, dieses hier weiß ich, die hatten zwei verschiedene in der Hand. Ja, da hat glaube, ja so jeder seins. Wir werden das durchtesten und hier dann hoffen wir, dass wir dann ordentlich einen Brand von kriegen und dann passt das. Super. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die uns was zugesendet haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es gut läuft, gibt es morgen nochmal ein Rasenmäher auf den Kopf und dann hier gibt es ein Rasenmäher-Video. So streben wir das zumindest an. Ich bin doch ein Blödsinn-Laberer. Nein, am Sonntag gibt es ein Rasenmäher-Video. Alter, du bist schon bei Samstag. Morgen ist Mittwoch. Ich bin schon bei Samstag. Und dann ist ja auch noch Ostern. Ah, herrlich. Kurze Woche. Okay, also, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier wart und was mitgebracht habt. Wir nicht da waren, doof, aber egal. So ist das Leben nun mal. Und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.